So, mein Lieben, jetzt geht es um den Song. Die Tage werden anders sein von Johannes Oerding. Den Song habe ich sicherlich schon mal gehört oder auch öfter gehört. Ich habe Griffe online gefunden oder sie wurden mir sogar verlinkt. Ich weiß es nicht genau, aber ich finde, die stimmen nicht irgendwie. Ich habe mir jetzt eine Live-Version angeguckt und ich bin der Meinung, dass er immer die gleichen Griffe benutzt. Der einzige Unterschied ist, dass er das in den Strophen aufteilt, das Strumming. Also die Griffe kürzer spielt, schnellerer Griffwechsel und im Refrain, im Chorus, dass er das da länger spielt. Der Meinung bin ich. Man kann die Gitarre nicht die ganze Zeit sehen, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Und dann kommt irgendwann noch so eine Bridge oder sowas. Und da bin ich auch der Meinung, dass er die gleichen Griffe benutzt. Vielleicht ganz bisschen anders, aber ich finde, es passt auch mit den gleichen Griffen. Und die Griffe wären da. Also erstmal eure Gitarre ganz normal gestimmt, ohne Capo. Und dann ist es einfach immer nur D. Dann A-Sus 4. Dann E-Moll 7. Und G. Und ich mache das so, dass ich nach dem D, also das D ganz normal. Und dann ab dem nächsten Griff mache ich immer die unteren beiden Saiten im dritten Bund. Das müsst ihr nicht so machen, ihr könnt hören, ob ihr das besser jetzt. Also beim Asus M4 wäre es normalerweise nur die zweite Saite im dritten Bund und die dritte Saite im zweiten Bund. Das klingt dann so. Aber ich mache das so. Das klingt ein bisschen anders. Okay? Also ich nehme ab dem D, nach dem D, immer die unteren beiden Saiten im dritten Bund mit. Mache dann also sozusagen ein falsches Asus 4. Das wäre dann das also. Dann E-Moll 7. Die beiden Finger hier lassen, wie gesagt, im dritten Bund und hier oben einfach ganz normales E-Moll greifen. Und dann ein ganz normales G, in Anführungsstrichen, abgesehen davon, dass ihr hier immer noch die beiden Finger habt. Und hier habe ich ein H. So, okay. Also D, Asus 4, E-Moll 7 und G. So, und diese Griffe eigentlich den ganzen Song durch, bis auf den Unterschied, dass das Strumming ein bisschen anders ist. Ich habe versucht, das so zu machen, wie er das macht, aber er spielt wahrscheinlich seit 80 Jahren Gitarre. Er macht das ganz toll mit irgendwie Zupfen und Strummen und Abdämpfen, alles in einem. Ich weiß gar nicht. Kann ich nicht. Ich habe es versucht, es ist ziemlich schwierig. Wir machen jetzt so die Anfängerversion mit einfach ganz normal Strum machen wir das jetzt. Und es wäre dann einfach down, down, down beim D. Ich muss jetzt immer gucken, dass ich nicht die Griffe hier benutze, die hier stehen, weil die Griffe sind ja falsch, meiner Meinung nach. Ich gehe mal in den Refrain. Also D, down, 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 dann Asus 4, up, up, down, down, up, down, up, dann E-Moll 7, down, down, down und beim G, up, up, down, down, up, down, up. Und für jedes Stückchen, für jeden halben Satz, also ich sehe mir alte Fotos an, da müsst ihr diese vier Griffe reinpacken. Also ich sehe mir alte Fotos an. Wie ihr seht, kann ich es nicht so gut. Wir waren ständig unterwegs. Wir haben so viel Dummes. Ich glaube, ich singe das falsch. Aber ihr müsst auf jeden Fall die Griffe da reinpacken, in jeden halben Satz. Ich sehe mir alte Fotos an, vier Griffe. Und erinnere mich an die Tage zurück, vier Griffe. Immer das Gleiche, okay? Auch noch ein besseres Strumming ein, was man da nehmen kann. Und im Refrain sind es genau die gleichen Griffe. Es ist auch D, Asus 4, E-Moll 7 und G. Aber jetzt macht ihr das Strumming komplett. Also, die Tage werden anders sein, mal heller und mal dunkler Schein. Die Tage werden anders sein und nicht mehr so wie früher. Die Tage werden anders sein, mal heller und mal dunkler Schein. So weiter. Also das ist eigentlich, das war's schon. Dann kommt auch eben diese irgendwas mal Schmerz befreit ins Blau hinein. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das verlinken soll, weil ich ja der Meinung bin, diese Griffe hier sind falsch. Weil hier steht jetzt immer 7, also 4, aber ich finde, da könnt ihr auch die gleichen Griffe benutzen. Das ist immer dasselbe, meiner Meinung nach.
Ja, das war's eigentlich schon. Die erste Strophe zu Ende ist. Die Tage werden anders sein, heller und mal dunkler Schein. Die Tage werden anders sein und nicht mehr so wie früher. Das ist mir schon wieder zu hoch. Ich mach das mal mit der anderen. Gucken, ob ich jetzt so schnell. Griffe. Ja. Adios, amigos.